sind schon ein paar Zombies. Boah, da ist eine. Da sind 15 Hunde im Nordosten. Was? Schön, dass ich hier in der. Oh, nee. Nee, das war ein Hase. Sehr gut. Ja, gut, aber wir können ja nicht Spikes rennen. Das ist wahrscheinlich die Hunde. Nee, die. Ja. Die rennen einfach vorbei. Mhm. Also, die rennen nicht auf uns zu. Na, dann war da irgendjemand in der Nähe oben, den sie gerade verfolgt haben. Wahrscheinlich ich, oder? Ja, ich glaube du. Ich glaube, die sind auf dich zugerannt. Weil sonst jemand anders ist da nicht. Ich baue mich mal ganz kurz hier auf den Stein hoch. Ja, aber die rennen da halt gerade nur im Kreis. Ich dachte auf den ersten Blick, das wären Rentiere oder sowas. Oh, Rentiere. Ja, Weihnachten. Oh. Schön wär's, ne? Das wäre voll lustig. So. Zombie-Rentiere. Scheiße, da hab ich natürlich ein bisschen Angst, dass die Hunde herkommen. Ja, die sind ziemlich genau nordwestlich von dir. Laufen da gerade nur im Kreis. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich gehe trotzdem mal gucken, wo die Hunde sind. Nimm eine Hundeleine mit. Ach, da sind sie. Hallo, Freunde. Hier ist natürlich kein Riesenfels in der Nähe, wo man sich draufstellen könnte, ne? Ja, aber du bist doch schneller als sie, oder nicht? Doch. Zwei stehen direkt neben einem Riesenfelsen. Oh, Diro hat Eier und Speck. Und gebratenes Fleisch. Henkers Mahlzeit, würde ich sagen. Will da jemand mit einer Pistole auf die losgehen? Auf die Hunde? Oh, ist das nicht verschwendete Munition? Ja. Wir haben's ja, ne? Hm? Oh, Alter, bleib stehen, du Dreckstöhle! Hast du Spaß? Naja, das Problem, ich treffe die halt einfach nicht, wenn die sich die ganze Zeit so im Kreis drehen. Oh, nee, das ist kein Hund, das ist nur ein Stück Felsen, Gott sei Dank. Jo. Fuck. Oh, blöde Chili-Lila-Tussi hier. Also die sollten wir auf jeden Fall wegmachen, die Hunde. Ja, warte. No, jetzt habe ich das Dach so gebaut, dass man hier nicht doch reinkommt. Oh, ich muss mich mal eben aufwärmen, ein bisschen. Oh, ich hab Leck. Mach mal. Was, du hast Leck? Mhm. Hängt irgendwo eine Herde fest? Nee, nur ein Hund. Oh, das war schon mal Nummer 1. Von 15. Mhm. Los geht's. Ja, weiß ich, sah halt so viel aus, ne? Es sind schon ganz schön, wahrscheinlich nur drei. Nee, es sind schon ganz schön viele auf jeden Fall. Weil die sind ja alle im Kreis da vorne. Alle tame, meinst du, Blaine? Alle tame. Oh. Oh, ich hoffe, der kommt nicht. Ja, hier. Boah, ich leck mich nicht mit denen an, ey. Die sind direkt unter mir. Scheiße. Boah, die klingen echt brutal. Scheiße. Brutal, ey. Brutalski. Brauchst du noch Hilfe? Ich bring die mal eben zum Dorf. Ja. Ja, besser in die Spikes rein als, weiß ich nicht, hier draußen rumrennen lassen. Das macht keinen Sinn. Ja, noch hast du. Ah, doch, jetzt rennt einer hinter dir her. Treffer. Ah, der rennt immer los, wenn man den. Oh mein. Oh. Du Gutes. Oh nein, ich hab Leck. Ich hab, hab gerade richtig Standbild gehabt. Oh, 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 oh. Ja, Mario ist schon. Ja, ich hab gerade richtig Standbild gehabt. Okay. Der Hund ist aber tot. Hatte ich ja aber schon ein paar Mal gehabt mit dem Standbild. Ich weiß nicht, was da los ist. Naja, ich glaube, irgendwie, das war kurz bevor du gestorben bist. Du wärst eh tot gewesen. Na, hätte ich ihn getroffen, wenn ich nicht Standbild gehabt hätte, dann wäre er nicht weitergerannt. Er ist bei mir immer genau dann losgerannt, als ich geschossen habe. Ja, ist ja wieder, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich in die Spikes gerannt bin. Ich habe halt einfach Standbild gehabt. Keine Ahnung, was passiert ist. Sah nicht so aus, nee. Naja gut, ich meine, mit 70 wäre das eh egal. Ja eben, du kannst dauernd sterben. Naja, dauernd sterben wollte ich eigentlich nicht, denn... Du kannst, das heißt nicht, du musst.
So. Oh, eine Schreiolle. Oh, jetzt können wir uns mal in Ruhe lassen hier, Mensch. Ja, die wollen schon mal vorbereiten auf die Nacht, die da jetzt kommt. Ja, ja, ich merke schon. Und so ruhig sein lassen. Problem sind halt immer noch mehr Hunde. Au! Oh, nein, bitte nicht. Boah. Oh, da hat der nicht mal was mit. Oh Gott, da ist immer noch unter mir der Hund. Hallo. Also ich glaube, der buddelt sich hier unter mir in den Felsen rein. Oh. Wiedersehen, eitrige Leiche. Oh mein Gott, Mann, der Hund. Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Geh weg. Bist du denn gerade da hinten? Ich rette dich nicht. Mhm. Da hinten sehe ich auch noch zwei Hunde, ey. Okay, der ist schon mal tot. Okay. Nee, es war auf jeden Fall Standbild. Also ich konnte ja auch gar nichts mehr machen. Ich habe ja meine Maus bewegt. Und ja, ich habe es gesehen. Ich habe ja bei Mario auch auf den Monitor geguckt. Das war wirklich ein richtiges Standbild. Er hatte zwar nur noch zwei Hitpoints, aber ab dem Moment war wirklich Ich wäre wahrscheinlich auch so gestorben. Aber ja, du wärst gestorben. Definitiv. Aber shit. Man hat schon gesehen, dass er irgendwie leck war. Ich treffe nicht. Also mal kurz näher rangehen. Oh, ja, Level up. Oh, Level 20 brauche ich, um mal wieder Armor besser zu lernen. Wo ist er hin? Hallo? Der ist hier irgendwo unterm Felsen, glaube ich. Ja, ich sehe gerade. Boah, Mann, der bleibt immer genau im falschen Moment stehen, ne? Oh mein Gott. Okay, ist tot. Boah, die sind echt hart. Also ohne Rüstung macht das keinen Spaß gegen die. Auch mit Rüstung finde ich die doof. Ja. Aber weil man nie weiß, wo die gerade hingehen. Ey. Ja, das stimmt wohl. Das ist bei den Wölfen nicht ganz so schlimm, obwohl die noch, also vom Schaden her deutlich schlimmer sind, aber die rennen zumindest nicht ganz so spastisch rum. So, ich hol die mal eben ran hier. Wenn ich nochmal sterbe, ist. Oh, ich habe einen Treffer gelandet. Was ganz auch tut. Wir hätten jetzt aber schon genug Sachen, dass ich auch so ein paar Scrap-Rüstungsteile bauen kann. Der ging doch gut gerade. Ja. Wenn wir das wollen, kann ich ein bisschen Scrap-Zeug bauen. Ja, schadet auf jeden Fall. Oder ist noch ein Hund bei unserer Hütte. Okay. Boah, da hinten rennt noch ein Hund, ey. Wie viele waren das denn hier? Eine ganze Horde. Die können auf jeden Fall bis, ich glaube, 15 Hunde oder so kommen. Oh. Oh, hinter dir. Oh. Okay. Ist weg. Baust du den ab? Ja. Ja, das stimmt wohl. Am besten halt mit einer Keule draufschlagen. Problem ist, ein Spike-Club haben wir noch nicht im Moment. Der Barb-Club, der ist nicht so schlecht, aber der ist halt einfach, weiß ich nicht, ich mag den Spike-Club einfach deutlich lieber. Oh ja. Der wirkt doch ein bisschen griffiger, muss ich sagen. Wenn du halt direkt merkst beim Zuschlagen schon, die Nägel bohren sich im Kopf, dann ist richtig. Oh Gott. Dann ist perfekt. Mario spricht aus Erfahrung. Ja. Wenn du richtig fest dran ziehen musst, um ihn wieder rauszukriegen. Genau. Ne? Ich meine, so ein Barb-Club im Lucille-Style ist auch gut, aber es ist nicht ganz vergleichbar. Lucille ist auch gut, aber nicht ganz. Es geht immer noch besser. So. Nur was für Kenner, auf jeden Fall, Sivillane. Das ist wirklich nur was für Kenner, die regelmäßig so eine Klappe am Start haben. Ja. Na, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt auch im Spiel schon fast 800 Spielstunden. Boah, krass. 89er Rent. Was? Was denn? Alex? Ich hab ein bisschen was vom Dach zusammengestürzt. Ein bisschen? Ja, als ich was verstärkt habe gerade. Deswegen war ich gerade ein wenig überrascht. So, 17.49 Uhr. Da bin ich immer ganz kurz für kleine Jungs. Ja, mach mal schnell. Bevor Nacht kommt. Nicht, dass hier noch was in die Hose geht. Ja, der war schlecht, ich weiß.
Ja, ich komme auch schon mal. Ach, 83er Range. Aber immerhin, 83 ist auch super. Ich habe auch einen 99er gefunden worden. Ach, super. So, jetzt. So, ich lade mal aus. Noch ein bisschen was zusammengeplündert oder ein paar Waffenteile. Und dann gucke ich gleich mal wegen der Scrap Armor. Jo. Ob ich da schon irgendwie ein bisschen was erstellen kann. So. Haben wir noch ein paar Dosen gefunden. Ein bisschen Gammelsandwich. Lecker. Ja, Agent, die meisten Spielstunden hat Mario halt noch bei Ark. Ich weiß gar nicht, wie viele es da bei ihm sind. Irgendwas an die 2000. Ist ja auch schwierig, in allen Spielen unglaublich viele Spielstunden zu schaffen, ne? Das ist ja irgendwie... Man hat ja noch ein bisschen was anderes zu tun. Von daher... So, Duct Tape. Was brauche ich denn hier noch jetzt? Scrap. Womit fangen wir denn an? Scrap Helm nicht unbedingt, den brauchen wir ja nicht. Handschuhe und Schuhe kann ich bauen. Oh, da kam gerade ein Blitz. Ja, das Gewitter kommt. Ach, krass. Okay. Es geht los. Es wird jetzt aufregend. Finde ich geil. So, ausmühen, ausmühen. Ich mag Hordennacht. Das ist schön. Ich auch. Ich mag ja auch Gewitter in echt. Das fühlt sich auch mal so schön an. Ne, ist ja auch so. Ja, eben. Ist ja auch wie die Hordennacht halt, ne? Ist normal. Da laufen auch immer eine Zombies durch die Gegend. Alle vom Blitz getroffen quasi. Zoo. Dreh. Zoo. Baby. Baby. Es hat schon gewittert. Gewittert? Oh, gewittert. Sehr schön. Sehr schön. Gedonnert. Ist ja auch nicht mehr lange hin, Mensch. Nee, geht los hier. Haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so ein Dings hier gefunden, so ein Blood-Kit oder so? Also den, wie heißen das, dieses? First Aid Kit. Nee, hier diese komischen. Ach so, zum Blut aufnehmen. Wie heißen die denn auf? Bestimmt haben wir davon irgendwo schon eins. Blood Draw. Muss ja nicht bei uns liegen, kann ja auch in einem der anderen Häuser liegen. Eben. Man konnte doch mal diese so richtige Roof-Shingles. Aus Holz bauen. Findet man sowas nur noch als Farbe, oder? Ja, glaube ich schon, aber wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Ich habe die eben nicht in meinem Rezept gefunden, also nicht als Rezept. Ja Mensch, Agent, da kennst du ja das Spiel auch schon in- und auswendig. Bei so vielen Spielstunden auf jeden Fall. Bei nur 4424 Stunden. Boah. Wobei ich auch sagen muss, es ist halt tatsächlich bei mir aktuell mein Lieblingsspiel. Schon wieder leck. Also irgendwas ist hier heute nicht ganz in Ordnung. Boah, du musst nochmal reloggen vor der Hordennacht, bevor du gleich irgendwas nicht öffnen kannst. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Wenn, da gibt es irgendwas zu sehen, wenn ich vom Dach falle oder sowas, ne? Dann gibt's nichts mehr zu sehen. Dann gibt's nichts mehr, obwohl, dann mittendrin statt nur dabei, heißt es ja dann immer, ne? Kann man das auch sehen. Bei ARD und ZOS sitzen sie in der ersten Reihe. Ja, oh Gott. Oh. Und Kumpel hat letztens Karten für die Heute-Show bekommen. Oh, okay. Da würde ich ja auch mal ganz gerne hin. Ja, die ist manchmal ganz lustig. Nicht immer, aber manchmal ist das schon ziemlich unterhaltsam. Ich habe die früher auch mal gerne geguckt. Ja, die Parteitage mal cool, wenn dann der Lutz van der Horst irgendwie auf die Parteitage von den Grünen oder der CSU oder so geht. Und dann da einfach die Leute mal interviewt. Alle fertig macht. Ja, ja. Kein Holz mehr. Wir haben auch doch in der Kiste, oder? Ja, ich habe gerade nichts im Inventar.
So, was mache ich denn jetzt mal noch Produktives? Ja, nischt. Nischt. Haben wir noch fertiges? Das kannst du am besten. Fertiges Iron? Also ich baue mir gerade welches hier selber in der Forge, aber... Was denn, Forge Iron? Nee, normales Iron. Na, du kannst auch, wenn wirklich Not am Mann ist, einfach immer einen 5er Stack scrappen. Also alles, was durch 5 teilbar ist, gibt halt 3,75 Scrap Iron. Okay. Ja, so Not am Mann ist nicht. Ich meine, ich kann eh nicht genug für alle herstellen, aber... Die anderen zählen doch nicht. Hallo. Ach, da ist auch noch was. Sehr schön. So, ich glaube, ich schlag mal hier vorne noch den einen oder anderen Baum weg, der hier direkt am Dorf dran steht. Mhm. Und der Martin hat auch gerade ein First Aid Kit benutzt. Mann, Mann, Mann. Dekadent. Oh, wer ist hart, ne? Der scheppert hier schon wieder. Ach so, das sind die Bäume. Ach so. Boah, die haben mir ja schon einen Block Stein weggehauen, die Zombies. Echt? Hab ich gesehen. Also ich habe vorhin selbst was abgebaut, ne? Ja, aber nee. Ja, ist doch nicht, dass die einen Steinblock weggehauen hast. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, Agent, hast allerdings recht. Das Spiel hat sich doch schon im Vergleich zu den Anfängen wirklich krass weiterentwickelt, muss man einfach sagen. Also, ach, minimal. Und vor allem, das Gute ist ja, ich meine, klar, es ist immer noch eine Alpha, aber man muss auch sagen, die hat einfach schon so viele Elemente, wo man halt... Hier ist irgendwo wer. ...so viele Sachen schon machen kann. Das macht halt mega viel Spaß. Und vor allem, die Änderungen für die Alpha 17, die angekündigt wurden, die klingen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Allein schon die Bewegung. Ja, Animation ist halt klar. Also die haben jetzt auch Leute eingestellt, die halt dafür sich hauptberuflich dann kümmern um die Animation und sowas. Das ist halt gut. Und was natürlich auch gut ist, Fahrzeug. Also mehr Fahrzeug als dieses Motorrad. So Fahrräder und Autos zum Mitfahren und Jeep und keine Ahnung, was alles geplant. Boote vor allen Dingen auch. Also, ach, Boote auch? Ja, und die arbeiten auch an einem Hubschrauber. Boah, cool. Also das klingt auf jeden Fall richtig geil. Ich muss so sagen, je länger man das spielt, umso mehr merkt man einfach, wie einfach tatsächlich die normalen Schwierigkeitsgrade sind. Wenn man dann sagt, okay, Standardeinstellung ist einfach keine Herausforderung mehr, gar keine. Also dann muss man schon sagen, okay, so wie hier, dass man halt wirklich ein größeres Team oder halt nur Winterbiom oder sonstiges, so Survivalist oder auf Insane oder sowas spielt. Man merkt halt einfach die Unterschiede, wie man halt auch, ja, sich doch weiterentwickelt. Also manche, bei Clemens ist das nicht so der Fall. Hier liegt noch ein Rucksack, wie gehört der denn? Na, sie ist gerade Schnuffi gestorben. Oh, das gibt gleich die ersten Maisbrote. Wellness! Oh, hier ist auch noch ein Loch, ey. Scheiße. Also, wir sollten echt mal zusehen, dass wir die ganzen Löcher hier irgendwie zumachen. Also ich habe jetzt gleich dreimal schon Scrap Boots. Sehr schön. Stelle ich noch die Handschuhe her. Weil wir brauchen halt einfach viel mehr. Und jetzt hat der Alex sich so viel Mühe gegeben, hier das Häuschen zu bauen. Also sieht schon echt cool aus, aber nach der Ordnung ist es wahrscheinlich weg. Ja, deswegen habe ich ja unten erstmal fast alle Wände freigelassen. Damit sie durchrennen, meinst du? Ja. Ja, am Ende reißen sie einfach drei Pfeiler weg und das Ganze ausstürzt ein. Ich glaube auch. Ich glaube, ich baue hier mal einfach vorsichtshalber noch so... paar weitere Stützpfeiler rein. Badet ja jetzt sicher nicht. Können sie ein paar wegreißen. Ja, und da können wir dann hier schöne Fensterfronten reinklatschen. Also ich würde natürlich dann noch ein bisschen stabileres Glas nehmen, aber sieht schon ziemlich cool aus. Gefällt mir das Haus. Hast du schön gemacht, Alex. Habe ich schön gemacht. Ja, da hast du auch mal Lob verdient. Muss man einfach mal... Darf ich einziehen unter der Treppe? Dann muss das man, steht noch nicht fest. Das muss man schon mal neidlos anerkennen. Hast du dir wirklich Mühe gegeben. Ja. So, genug des Lobes. Ich wär nicht in so einem Klotz wohnen oder in so einem Wohnklo wie Peter hier. Nee, das war ja auch der Plan. Der Peter wollte ja auch mit bei uns einziehen. Haben wir eigentlich Platz für den Peter? Wir können Platz machen für den Peter. Wir haben genug Platz, ja. Wir können ja noch einen Keller erweitern. Aber den Dungeon haben. Wir haben übrigens wirklich so eine kleine Kammer unter der Treppe, ne? Also wenn wir einen Harry Potter haben. Na, der ist doch für Clemens. Clemens wollte doch dahin, hat er gesagt. Würde er machen. Achso, ich dachte, er wollte im Keller wohnen. Nö, der zieht doch in die Treppe. Ja, Agent, da hast du natürlich recht, aber wie gesagt, die XML-Files sind ja angepasst, ne? Und wir finden natürlich auch Clay im Dreck. Oh yeah. Beziehungsweise in normaler Erde.
Wir haben natürlich schon darauf geachtet, dass es irgendwie spielbar bleibt. Also, ne, dass man auch sagt, okay, man muss jetzt nicht, also theoretisch, wie gesagt, bei diesen kleinen Felsformationen hier vorne, die man so sieht, da kann man ja Clay finden. Allerdings ist es natürlich ein bisschen problematisch, wenn man dann halt tatsächlich nichts findet. Aber normalerweise ist hier immer in solchen Vorkommen immer Clay zu finden. Und wir haben mal gesagt, okay, wenn wir ohnehin schon Erde abbauen, dann finden wir auch ein bisschen Clay in einer geringen Wahrscheinlichkeit. Also in der Rebirth-Nest mal wieder. Ich habe vorhin aber auch nicht alle abgebaut, weil ich einfach voll war. Was ist das für eine Ausrede? Das tut mir leid, das ist halt eine Ausrede. Wenn du voll bist, kannst du dir oder nee, ich glaube, irgendwas war kaputt. Oder ich weiß nicht, was der Grund war. Vielleicht war ich auch fast tot. Nee, das ist ja noch weniger Grund. Das ist der beste Grund. Fast tot, ey, will ich ausreden. Keine Ausrede verlegen. Nö. Ich kenne sie alle. Ich glaube ja, die Hornnacht wird gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich. Nee, ich glaube auch nicht, dass sie nicht so. Also die wird wahrscheinlich. Die erste ist ja immer. Total gar nicht dramatisch werden. Ich Piano. Mal ganz kurz Game Stage. Was haben wir denn jetzt gerade aktuell? 46 ist ja nix. Oh, also, bei den Klamotten, die untere Klamottenkiste, da sind jetzt Schuhe und Handschuhe drin. Dreimal, ich habe meine schon an, das heißt, also einmal mehr ist es noch drin. Ja, dann komm ich schon mal rein und ja. Noch mal was. Guten Morgen. Bin gerade einmal schön 20 Blöcke runtergefallen. Aua, aua. War kein Beinbruch, ich kann's halt, ne? Mhm. Der kleine Zeh ist weg. Oh Gott. Abgerissen. Maisbrot ist im Safehouse. Dann klaue ich mir mal die ersten zwei. Ja, ich kannst du mir vielleicht auch eins mitbringen? Ja, das ist gerade noch am Durchköcheln, sind gerade keine fertig. Dauert noch ein Sekündchen. Dann schütte ich mir erstmal genug Wasser rein, damit ich hier auf jeden Fall aufgefüllt bin. Und Agent, ja, wir haben das weit nach hinten gesetzt, den Loot Respawn, weil wir wollen halt nicht, dass Sachen wieder respawnen. Das soll ja hier auch ein bisschen herausfordernd bleiben. Genau, und man muss auch sagen, wir haben hier eh in der Nähe so viele Städte, also bis wir durch sind mit Plündern. Das Projekt läuft ja auch nicht ewig, das ist ja ein relativ zeitlich begrenztes Projekt. Das soll halt jetzt so für die kalte Jahreszeit so ein bisschen sein. Also erstmal geplant bis Ende Dezember, mal gucken, wie die Leute Interesse haben, ob sie noch Bock haben weiterzumachen und sonstiges. Dann natürlich auch gerne ein bisschen länger irgendwie, aber das wird jetzt nicht ewig laufen. Von daher ist es egal und wir haben so viele Städte drumherum und da muss man halt auch einfach, wenn man nichts mehr hat, einfach mal ein bisschen weiterfahren. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass wir ein bisschen in der Gruppe halt mal unterwegs sind, als Team sozusagen, uns ein bisschen anstrengen müssen, um neue Sachen zu bekommen oder sonstiges. Auch generell der Loot ist um 50% reduziert, wenn man halt sonst so viel Zeug rankart. Also ich meine, ich sehe das bei meinem Singleplayer-Spielstand, ich habe zwei Städte bei mir in der Nähe. Ich bin noch nicht mal durch die erste Stadt zu einem Fünftel durch und bin schon am Tag 28 oder so. Also wenn man wirklich alles auseinanderpflückt und untersucht und sowas und lootet, hat man so viel Loot und du bist beschäftigt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Oh, nochmal die Spikes reparieren. Hm. Ja, Asgard, tatsächlich habe ich schon überlegt, was man denn noch Schönes mit den Biomen machen könnte. Ich hatte mir überlegt, vielleicht nicht unbedingt so ein Wüstenprojekt, also so ein Sommerprojekt, sondern vielleicht einfach so in den Wastelands oder sowas. Halt mit diesen ganzen Neusaurinen und schön die ganzen Landminen unterwegs und ganz vielen Hunde und sowas. Ja. Das wäre bestimmt richtig geil. Das wäre schon total episch, wenn du mit dem Motorrad immer schön durch die Wastelands pest und da immer eine Landmine findest. Boom! Junge, boom! Sehr schön. Und der. Die erste wird eh Clemens finden. Oh, das sieht so schön aus. Oh, hat Sabrina umgebracht. Das sieht so schön aus mit dem Nebel hier. Da oben, wenn man mal so in Richtung Sonne guckt. So. Ja, zieht euch eure Rüstung an, ne? Habe ich schon. Okay, Alex, dann du noch und für zwei weitere Personen ist auf jeden Fall nochmal ein Schuh und ein Handschuh drin. So, okay, Freunde, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Türen irgendwie noch ein bisschen verstärken, weil sonst sind wir ruckzuck durch. Hm. Hast du noch Flagstones? Haben wir noch irgendwo Flagstones? Ja, ich habe noch 300 im Inventar. Machen wir am besten noch zwei vor die Tür jeweils. Von innen oder was? Sind schon alle drin, oder? Nö, sind noch nicht alle drin, aber du kannst schon mal im Westen, da geht jemand durch, da sind E-Spikes davor. Baue ich die aber ja, okay, dann baue ich die draußen vor. Ja, Asuka, siehst du mal, wenn du das Biom hast, die Wastelands, dann ist doch genau das Richtige für dich. Da hinten kommt noch ein Screamer. Oh oh. In Richtung des Häuschens hier im Osten, da wo Oro und Sabrina drin wohnen. Ach, die Tür ist draußen dran gebaut. Alex, du hast jetzt auch deine Rüstung an? Nee, noch nicht.
Warte, wo ist die drin? Hier, ich stehe da. Vor, hier die rechte Kiste unten bei den Klamotten. Einmal Handschuhe, einmal Schuhe. Ah ja, sehr schön. Wie gesagt, gerade mit dem Loot oder so, natürlich kann man nie genug Loot haben, das ist richtig. Aber so, das Problem ist, wenn du halt ein Haus nicht mal komplett leer machen kannst, weil du schon die Taschen voll hast und wieder raus musst, das ist halt immer so ein bisschen kontraproduktiv. Und vor allem, ich finde es halt cool, wenn man mit dem Motorrad irgendwo mal einen Tag unterwegs ist, um halt looten zu gehen. Ne? Das finde ich halt ziemlich cool. Nicht einfach hier so ein paar Meter zur Stadt laufen und dann schon die Taschen voll haben. Alex, könntest du mir vielleicht deinen Helm leihen für den Stream, für die Hordennacht? Ja, na klar. Dann hätte ich aber gern deinen Nachtsichtgerät. Ja, ja, nö, Mario nimmt beides. Doppelt hält besser. Eine hinten auf dem Kopf, das andere vorne auf dem Kopf. Ne? Dann geht's ab. In allen drei Lagerfeuern sind Brote zu finden. Geil. Oh Gott. Wo bist denn du, Mario? Hier. So, wo bist denn du gerade? Ich bin neben dir. Machen nicht kaputt. Oh, gestrappt. Schade. Haha. Wie witzig, ja, ja, ne? Wie witzig. So, ich nehme mal zwei Maisbrote. Eins esse ich mal jetzt kurz. Vielen Dank. Ach, Anni, ich habe übrigens noch was für dich. Oh, wo bist du gerade? Ich bin hier, hinter dir. Nichts Spannendes, aber Moment. Hier. Dankeschön. Nach Scrap Iron gehen. Genau, also, ja. Beziehungsweise, Aska, wenn ihr noch einen Helm übrig habt, dann vielleicht noch für Anni oder so, weil ich nicht genau weiß, was wir dann am Ende mit den Videos zusammenstellen. Oh ja, ich würde dann gern einen nehmen, wenn das geht. Wahrscheinlich kommen 10 Zombies und dann ist vorbei. Achso, ich muss das ja auch aufsetzen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum das nicht funktioniert. Boah, ist das anstrengend, ey. Also ich muss sagen, für den Stream ist es vielleicht ein bisschen blöd, aber ich mag das Nachtsichtgerät, weil das Gute ist, die Zombies sehen dich überhaupt gar nicht. Also du kannst wirklich 2 Meter neben denen stehen, die rennen an dir vorbei. Also ja, ich bin bewaffnet. Im Nordwesten sieht man einen roten Punkt am Himmel. Achso, ich habe vor dir in der Tür jetzt noch keine Flexzones gebastelt, ne? Ja, ich hoffe es. Soll ich jetzt oder soll ich jetzt nicht? Also der Andi ist noch draußen. Oha.